Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamland Valley. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind gerade auch wieder live auf Twitch mit den Süßis aus der Community. Wenn du mal Lust und Laune hast, in den Livestreams mit dabei zu sein, findest du den Link zu meinem Twitch-Account unten in der Videobeschreibung. Discord ist ebenfalls verlinkt. Da tun sich nämlich die Süßis aus der Community auch gerne mal zusammen für Dream-Snaps, Hilfe, Tipps, Tricks und vieles mehr. Also schaut sie gerne mal vorbei. Und wie immer, wenn du meinen Channel noch nicht abonniert hast, würde ich mich über ein Abo und ein Däumchen nach oben sehr, sehr freuen. Yassi schreibt gerade in den Chat, hallo YouTube. Minitchen schreibt auch, hallöchen YouTube. Also schaut sehr gerne auch mal auf Twitch vorbei. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, dass Rapunzel die Medizin zu sich genommen hat und wir auf die Genesung gewartet haben. Heute im Livestream mit dabei ist auch der Begleiter von der lieben Fitzi. Das ist nämlich Chanel und sie liebt es, gestreichelt zu werden. Also Chanel ist hier heute Stargast bei uns im Stream. Das ist hier das Capybara und es hat natürlich die passende Frisur zu Alyssa. Und jetzt gehen wir wirklich zu Rapunzel, weil sonst rennt sie uns noch davon. Rapunzel! Okay, ich glaube, ich bin soweit, Alyssa. La 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 la. Meine Stimme ist wieder da. Also gut, ich bin bereit, dir zu helfen, den Funken der Vorstellungskraft zu retten. Excuse me, Miss Girl? Excuse me, Miss Girl? Ich habe dir nie von einem Funken der Vorstellungskraft erzählt. Das solltest du gar nicht wissen. Arbeitest du mit Jafar zusammen? Perfekt. Triff mich in den uralten Ruinen. Es sieht so aus, als ob alle bereit sind, tiefer in die Ruinen zu gehen. Ich treffe dich dort, okay? Ich bin wirklich froh, dass ich dir bei etwas helfen kann, nachdem du mir so viel geholfen hast. Danke. Gerne. Als erstes einmal, Entschuldigung, Miss Girl. Malen Sie jetzt hier ein Porträt von mir oder warum steht die Staffelei jetzt vor meinem Gesicht? Nein, okay, tschüss. Alle sind bereit, kehre zu den uralten Ruinen zurück. Dann machen wir das doch mal. Rapunzel, laufender Lehm. Der Sinni ist wieder da. Ich habe YouTube abonniert bei dir. Ach so, Oma Silla wartet ganz kurz. Auch für die Leute auf YouTube, das ist jetzt eine ganz wichtige Information. Es gibt auch ein YouTube-Short bereits davon. Aber Oma Silla ist neu. Sie hat noch Welpenschutz, sie kennt die Regel nicht. Deshalb erkläre ich sie sehr, sehr gerne. Liebe Oma Silla, ich bin ja noch hier ein kleines Mäuschen auf Twitch und auf YouTube. Das heißt, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wenn du dich hier wohlfühlst, dann musst du alle deine elektronischen Geräte, also wenn du weißt, dass ich live bin oder ich ein YouTube-Video poste, dann musst du alle deine elektronischen Geräte, wo du Twitch oder YouTube gucken kannst, anschmeißen und das gleichzeitig gucken, damit ich mehr Aufrufzahlen habe. Dann musst du all deinen Freunden, Verwandten, Bekannten, Erzfeinden, alle, die du kennst, musst du sagen, hier bitte abonnieren, bitte folgen, dü. Und das war noch nicht alles, Oma Silla. Das Wichtigste kommt jetzt zum Schluss. Sobald du angekommen bist bei mir im Livestream, musst du deine Fenster aufreißen und rausschreien, der Cinnamon ist live! Hallo, wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Bert, vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön. Pass auf, Bert schreibt dir jetzt, ich komme von Oma Silla, sie hat Werbung für dich gemacht. Genau, also so funktioniert das Chat. Das war nur Spaß, oder? Oma Silla, schau ich so aus, als würde ich Spaß machen? Das war purer Ernst. Das war purer Ernst. Also, ich bitte dich, dann hinterfragt sie das auch noch. Entschuldigung?
frech. Na, so frech. Jetzt habe ich das so schön erklärt. Oh. So. Wir sind angekommen in der Höhle. Also an die YouTube-Community. Ihr wisst es künftig auch, was zu tun ist. wie ihr mich hier auf YouTube bewerben müsst. Ich meine es natürlich nur als Spaß. Außer für Oma Silla. Gut. Sprich mit deinem Team in den uralten Ruinen. Wir gehen mal zu Eve. Also gut, Eve, bist du bereit? Aufgabe! Geh in die Nordkammer und versuche, den uralten Computer zu laufen zu bringen. Ich treffe dich dort. Wuhu! Gut, Rapunzel. Bist du bereit, schöne Musik zu machen? So, was von bereit? Wohin muss ich gehen? Was muss ich machen? Warte einfach drüben in der Ostkammer auf mich. Ich treffe dich dort. Super, ich schaue mir die Noten an und fange an, mich aufzuwärmen. Do, re, mi. Auf Wiedersehen. Okay, Gaston, bist du bereit, der Held zu sein, den die Insel der Ewigkeit braucht? Ich wurde geboren, um ein Held zu sein. Schon in der Wiege ließ ich meine Muskeln spielen und spuckte wie ein... Wie wär's, wenn du da drüben in der Westkammer angibst? Wir treffen uns bald dort. Gut, aber lass mich nicht zu lange warten. Ich bin immer am beeindruckendsten, wenn ich ein Publikum habe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gaston, in die Kammer hineingehen, nicht davor stehen. Die anderen beiden haben es verstanden. Dieser Gaston. Name? Was ist los? Die Konsole lässt sich nicht einschalten. Nein. Oh, ich schätze, wir müssen die Stromversorgung wiederherstellen. Es sieht so aus, als gäbe es hier ein paar leere Stromanschlüsse. Vielleicht finde ich die Energiespulen, die da reingehören. Hier gibt es wirklich eine Menge Trümmer. Gut, dass wir die Menge an Trümmern bereits gestern gemacht haben. Fancy. Tritt auf die Druckplatte hinter der uralten Konsole. Aufgabe. Okay, Eve, die uralte Konsole ist hochgefahren und bereit. Kannst du jetzt versuchen, mit ihr zu kommunizieren, um die Falltüre zu öffnen? Achso, ich dachte, es kommt eine Cutscene. Es sieht so aus, als hätte es funktioniert, Eve. Der Weg zur Falltüre ist beleuchtet. Wuhu! Sprich mit... Gaston in der Westkammer, sprich mit Rapunzel in der Ostkammer, aber die sind jetzt rausgegangen. Die unterhalten sich miteinander. Und ich kann sie auch nicht ansprechen. Oh. Ach so. Okay. Die haben dann noch miteinander getratscht, die Tratschweibers hier. Ist ja Wahnsinn. Oh. Ich habe mir diese Noten an der Wand angeschaut, Alyssa. Im Moment ist die Melodie, die sie spielen, irgendwie falsch. Oh. Es klingt nicht nach Do Re Mi, sondern mehr wie Do 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 Do. Es braucht nur eine anständige Harmonie, die dazu passt. Ich glaube, das könnte eine gute Bassmelodie für einen Satzakkord sein. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung für uns, dass das die Lösung für unser Rätsel ist. Mach dir keine Sorgen, ich werde es herausfinden. Warum gehst du nicht und hilfst Gaston? Ich mache mir Sorgen, dass er sich dort in Schwierigkeiten bringen könnte. Bye bye. Du meine Zeit!
Was? Eve schuldet mir noch die Zeitsanduhr? Ah, da bist du ja. Ich sehe das heldenhafte Podest, auf dem ich stehen soll, aber da sind diese ganzen Trümmer im Weg. Räume sie weg, ja? So habe ich den Weg für den Aufstieg. Wäre es nicht heldenhaft, sie selbst wegzuräumen, aber nur, wenn es unterwegs Biester zu besiegen gibt. Husch, husch, ich bin fertig mit dir. Ich bin fertig mit dir. Aha, da haben wir jetzt eine Verbesserung bekommen. Warte noch kurz, Gaston. Ich muss schauen, ob ich hier einen Schatz bekomme. Kehre zu Gaston zurück. Eine Sekunde, bitte. Wenn, dann machen wir es gescheit. Wir sind halt Drahtschreiber. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Hier ist nichts mehr. Nein. Aber war da vorne nicht auch noch irgendwas? Nö. Okay. Ich stehe hier extrem heldenhaft. Aber es passiert nichts, Alyssa. Vielleicht bist du einfach nicht heldenhaft genug. Vielleicht fehlt etwas. Ja, das muss es sein. Es kann unmöglich etwas mit mir nicht in Ordnung sein. Ja, natürlich. Das habe ich vergessen. Meine heldenhafte Gehilfin, nimm das und stell es auf das kleinere Podest. Ach, süß. Kokosnuss. Na gut, du darfst jetzt gehen. Und dann werde ich mich da drauf stellen müssen, oder? Ja. Kehre zu Rapunzel zurück. Es ist so leicht. Ich glaube, ich habe einen Teil des Rätsels gelöst, Alyssa. Es ist ein Duett. Wenn du alle Noten in der richtigen Reihenfolge hast, muss ich mich in den Kreis stellen und sie singen. Du kannst die Noten ändern, indem du die Knöpfe dort drüben drückst. Aber wir müssen die richtige Melodie herausfinden. Irgendwo muss es doch einen Hinweis geben. Aber genau, das ist das Tolle an der Musik. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du die Noten anordnen kannst, damit sie eine Melodie ergeben. Vielleicht kannst du dich hier nach einem Hinweis auf die richtige Melodie umsehen. Wir sehen uns bald. Hä, warum steht da jetzt Sprich mit Rapunzel? Ah, jetzt. Die Musikwand ist eingeschaltet. Finde die richtige Anordnung der Noten heraus. Das Problem ist, ich konnte mal Noten lesen, aber ich kann es heute nicht mehr, weil ich habe mal Querflöte gespielt. Aha. Okay. Aber eines hat kein Fähnchen. Okay, das passt. Okay, das letzte hat auch kein Fähnchen. Das letzte ist quasi auf der zweiten. Okay. So.
Oder was zählt als die unterste? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, ich denke schon wieder zu kompliziert, aber macht ja nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Aha. Okay, das muss noch höher. Okay. Das war eines darüber und das war auf der ersten. So. Aktiviere die Druckplatte neben der Musikwand. Kehre zu Rapunzel zurück. Ach. Alissa, ich glaube, du hast die richtigen Noten herausgefunden. Ich werde versuchen, deine Melodie zu singen. Das war's, die Falltür ist offen. Auf Wiedersehen und komm bald wieder, damit wir reden können. Die Melodie kommt mir aber bekannt vor. Die Melodie kommt mir bekannt vor. Viel Spaß im Lurk. Falltür ist offen. Wage dich durch die Falltür in den unteren Teil der Ruinen. Los! Du meine Zeit, was war denn das? Hallo May. Ich dachte, Ostern ist schon vorbei, Chat. Und hallo, Martina. So, habe ich jetzt alles hier gelootet? Ja. Also ich muss sagen, die Story macht echt immer Spaß in Disney. Storyline macht echt immer Spaß. Da kann man nichts sagen. Hä? Merlin? Größter Zauberer aller Welt? Ich will ja nichts sagen, aber... Wow! Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du. Ja! Danke, liebe Wand, dass du, mir das so mitteilst, dass ich ein bisschen spät komme. Ein bisschen Hilfe von deinen Freunden, was soll ich machen? Du hast einen Fuß um die Ecke verschwinden sehen und jetzt redest du mit einer Wand. So spät das war. 2027 hat einen Sub dagelassen. Vielen lieben Dank. Es ist immer schön, dich live zu erwischen. Isabel, vielen, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub im 10. Monat. Vielen lieben Dank für den Support, du liebe Maus. Wie geht's dir? Danke für deine lieben Worte. Chat, lass mal ganz viel Liebe für Isabel da. So spät, dass er eingemaut wurde. Merlin, es tut mir leid. Ich hab's nicht schneller hier runter geschafft. Jetzt hat dich hier irgendjemand eingemauert. Du meine Güte, Merlin.
Ein seltsam zweidimensionaler aussehender Fuß. Wie merkwürdig. Ich nehme an, du musst ihm nachgehen. Und jetzt lauf. Okay, Merlin. Ich werde mein Bestes versuchen, dich aus dieser Mauer rauszukriegen. Tschüss. Wie süß! Warte! Bleib da stehen! Na, was macht der? War süß! Hallo, du kleines Baby! Haha. Oh, hallo! Wie bist du hierher gekommen? Oh, voll süß! Der merkwürdige Hase starrt dich an, ohne einen Muskel zu bewegen oder einen Laut von sich zu geben. Okay. Kannst du reden? Der charmante Zeitgenosse fängt an, breit zu grinsen. Mein Name ist Oswald. Freut mich, dich kennenzulernen. Der hasenohrige Kerl hält dir die Ohren hin. Bist ein bisschen seltsam, nicht wahr? Mit den Händen in der Hüfte fragend. Was? Fragt der verärgerte Hase. Hey, wen nennst du hier seltsam? Bist du schon lange hier unten? Der Hase lacht. Oh ja, ich bin einmal falsch abgebogen, um nach Gold zu suchen. Und seitdem sitze ich hier unten fest. Weißt du, was das für ein Ort ist? Oder wie ich über diese Plattform den Funken der Vorstellungskraft erreichen kann? Oswald gestikuliert nachdrücklich in Richtung der Steinbrücke und eines fehlenden Hebels. Der ganze Ort muss repariert werden. Ich schätze, das ist alles, was ich aus dir herausbekomme, was? Ich muss nach einer Möglichkeit suchen, den Hebel zu reparieren. Aber er schaut so süß aus. Ja, du bist süß. Ja. 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 Also der ist doch putzig, oder nicht? Ist der nicht putzig, Chat? Was ist denn das? Interagieren. Kann ich es nochmal machen? Nein! Schade. Habe ich denn da jetzt aufgehebt? Ach so, das ist jetzt der Hebel, weil das das Rufezeichen war, weil er erschrocken ist. Geil. Wow. Schaut schon sehr cool aus. Also wenn wir irgendwann mal irgend so eine Dream Snaps Challenge haben, die Herrscherin der dunklen Mächte, dann stelle ich mich da rein. Schwöre.
Folge Oswald. Ossi! Wer hat denn da Steine hingelegt? Es sieht so aus, als ob wir diese Plattform hier irgendwie drehen müssen, wenn wir die nächste erreichen wollen. Früher gab es hier in der Mitte eine Art Rad. Es braucht einen Griff. Oswald sieht verwirrt aus und so süß. So verwirrt, dass ein Fragezeichen aus seinem Kopf ragt. Huch! Die Brücke sollte sich drehen. Überlege dir eine Lösung mit allem, was du finden kannst. Mit allem, was du finden kannst. Ich habe eine Yassi bei mir im Chat gefunden. Ich habe eine Alexa bei mir im Chat gefunden. Ich habe eine Isabel bei mir im Chat gefunden. Da ist ja gestanden, mit allem, was du finden kannst. Schaut mega aus. Ich lieb's. Oh, hier gibt's eine Werkbank. So. Das war auch nur Spaß, Alexa, weil ihr da seid. Deshalb habe ich das gesagt. Alles gut. Wenn ich Hilfe brauchen sollte, dann frage ich euch eh. Ich habe da was ganz, ganz Kleines für dich gemacht. Hä? Hier hat schon wieder jemand Steine hingelegt. Was hast du denn gemacht? Oswald gestikuliert aufgeregt nach dem Funken der Vorstellungskraft. Er runzelt die Stirn und zieht sich auf der Plattform um. Ich schätze, ich muss mir auch überlegen, wie ich das reparieren kann, oder? Es sieht so aus, als gäbe es einen Hebel und ein Rad. Genau wie bei den anderen Plattformen. Ich muss wohl das anwenden, was ich vorher gelernt habe, um das Problem zu lösen. Das verwirrende Rätsel macht Oswald stutzig und ein weiteres Fragezeichen erscheint aus seinem Kopf. Aha. Also das macht echt wieder Spaß, bei der Story weiterzumachen. Kann ich jeden nur ans Herz legen. Das macht echt wieder Bock. Das macht echt wieder Bock, Leute. So, was haben wir hier Schönes bekommen? Eine dunkle Holzkommode. Ja, danke. Sehr lieb, sehr lieb. So. Oh, nein. Das kommt hier nicht rein. Muss ich nochmal was craften? Oder warte mal. Okay, hier brauchen wir auch noch etwas. Wait a minute.
mal hier rüber zur Werkbank. Nö, hier habe ich nichts. Aber ich habe noch mal so einen Hebel jetzt gemacht. Warte, ich gehe noch mal zu Oswald. Hier kann ich... Ah, okay, das habe ich übersehen. Ups. Ups. Dann einmal hier entlang. Hier sehe ich schon eine Trompete, die wir dann brauchen. Das mit den Oswald erschrecken. Das ist so cool gemacht. Ich lieb's. Okay. Was jetzt passiert? Oh, das geht jetzt steil nach oben. Aha, 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 aha. Okay. Kann ich damit mehrmals interagieren? Nein. Okay. Nimm den Funken der Vorstellungskraft auf. Okay. Bin ich. Wir müssen reden. Da bist du ja. Oh, hallo. Hä? Wie ist Merlin aus der Wand rausgekommen, Chat? Ich bin verwirrt. Es scheint, als hättest du den Funke der Vorstellungskraft gefunden. Merlin, ich wollte dich gerade suchen gehen. Puh, das bist nur du. Ich habe mich kurz erschrocken. Wie bist du so schnell hierher gekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Nun, ich bin Merlin. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist Jafar. Und Jafar hat sich irgendwie verwandelt. Ich weiß nicht. Es ist gerade alles ein bisschen suspicious. Wie bin ich hierher gekommen? Nun, ich bin Merlin. Ich habe einfach einen meinen langweiligen Tricks angewandt, um vor dir zu erscheinen. Das würde Merlin nicht sagen. Langweilige Tricks. Nun dann, gib mir den Funke der Vorstellungskraft. Ich muss einige meiner endlosen Nachforschungen damit anstellen. Und ich schwöre feierlich, dass ich sie vor dem ruchlosen, gerissenen und teuflisch gut aussehenden Jafar beschützen werde. Glaubst du doch selber nicht, dass das Merlin sagen würde? Ich war ja schon verwundert. Warum steht der hinter der Wand? Als ob der Obi mit in das Loch runterhüpft. Alissa ist noch jung.
die ist gelandet wie eine Katze auf ihren High Heels. Aber der Merlin. Na, Chat. Hat bestimmt befreit in den Chat geschrieben. Du bist echt einfach geraten. Hast, was? Uff, wie du es einfach geraten hast. Ja, moin. Es ist D. Es ist doch nicht Dagobert. Yassi. Der spielt uns nichts vor. Lasst ihn brennen. Der wird gebannt. Hier ist er. Irgendwas daran scheint mir nicht richtig zu sein. Wenn du wirklich Merlin bist, wie lauten deine magischen Worte? Meine magischen Worte? Sei nicht dumm. Wir beide wissen genau, wie meine magischen Worte lauten. Also gut, dann lass mal hören. Higgidi! Biggidi! Das klang überhaupt nicht richtig. Versuch es. Du bist also Jafar, hm? Jafar? Ha! Was für eine vorsätzliche Entschuldigung. Sei nicht dumm. Wenn du mir den Funk nicht geben willst, dann nehme ich ihn mir einfach. Oh nein. Güte, Chat, wir sind hier live aus der Gruselhöhle. Ich wurde überfallen von Jafar. Er hat mich ausgetrickst. Er hat mir den Kristall gestohlen. Was soll ich denn jetzt nur machen, Chat? Ach du meine Güte. Aber wenigstens sitzt meine Frisur noch. Aber du meine Güte. Ach, was mache ich denn jetzt nur, Chat? So helf mir doch. Oswald, Jafar hat den Funk der Vorstellungskraft gestohlen. Der Blick von Oswald ist so verwirrt, dass man Angst hat, dass ein ganzer Strauß an Fragezeichen aus ihm herausspringt. Du hast absolut keine Ahnung, wovon ich rede, oder? Das schaut so süß aus. Lass uns hier abhauen. Ich muss mit Merlin reden, dem echten Merlin. Ach, du meine Güte. Schaut doch mal, Community. Auf einmal ist hier ein mysteriöses Viereck aufgeploppt. Wie toll ist denn das? Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Alissa, live von der Insel der Ewigkeiten. Leider habe ich heute nicht so gute Neuigkeiten für euch. Ich versuche trotzdem ein bisschen dabei zu lächeln, aber du meine Güte, wir haben es hier mit Rissen im Himmel zu tun. Leider hatten wir das schon einmal mit der bösen Version von mir. Ja, es ist ganz schrecklich. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Hier oben sind die Risse. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann in meiner Kamera. Ja, liebe Zuschauer des Livestreams hier. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier machen soll. Ich glaube, ich muss nochmal mein Make-up schön machen. Ich bin so schockiert von diesen Geschehnissen hier. Hier haben wir noch einen Riss. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können in meiner Kamera. Ach du meine Güte. Es ist ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall. Muss ich, Alissa, mich jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen sammeln, den schweren Schock verdauen. Ich würde mich aber sehr darüber freuen, wenn Sie meinen YouTube-Channel abonnieren würden. Geben Sie auch Ihrer besten Freundin Bescheid, dass ich, Alissa, hier YouTube-Videos mache, trotz so schwierigen Zeiten, die wir hier im Valley durchmachen müssen. Bitte lassen Sie ein Abo da. Das würde uns und alle Talbewohner sehr supporten. Schreiben Sie uns auch was Nettes in die Kommentare, damit wir hier diese schwierige Krise überstehen können. In diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Folge. Bleiben Sie geschmeidig und bis zum nächsten Mal.
eure Alissa, live aus dem Valley mit den neuesten News. Bis zum nächsten Mal.